Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Unstable. Ja, und leider bin ich heute wieder ganz alleine unterwegs, ja. Und ich möchte euch aber heute ein bisschen was sagen. Und zwar haben wir letzte Folge, oder in einer der letzten, ich glaube, das war sogar die, was die letzte? Ich denke schon, haben uns da die Meltery automatisiert. Das heißt, das Ding werkt eigentlich nur schon mittlerweile mit Kupfer. Und da sagt, das ploppt alles sich schön raus. Plopp, und weg sind's, und dann ist wieder das Geschmolzene drin. Und wird über die Ender Chest wieder automatisch ins ME-System eingelagert. Aber das habe ich eh schon gesagt. Und jetzt haben wir halt das Problem, da er die Meltery wirklich scheiße viel zum Tor hat. Seht ihr, der Lava-Tank da, der hat jetzt nicht einmal 9200, das fällt auf alle Fälle stetig. Wie ihr seht, Millibuckets Lava drinnen. Und da ich nicht dauernd umeinander wursteln muss und mir Lava holen muss von irgendwo, von irgendwelchen Löchern oder Glasen Nähten oder so, jetzt werden wir uns ein paar Sachen machen. Und zwar immer, ich habe mir schon mal gemacht und vorbereitet, nur ich mache jetzt nur jeweils ein Teil mehr, damit ihr dann seht, wie man das craftet. Und zwar gibt es da so einen geilen Endertank. Der Endertank, der ist im Prinzip wie ein Ender Chest, den kannst kodieren und den stelle ich dann zum Beispiel. Ich werde meinen Nether stellen natürlich, weil da dann mehreren sind. Und der pumpt mir dann die ganze Zeit Lava über die Ender Thermic Pump in mein Becken drüben. Und das heißt, ich habe immer genügend Lava. Ich weiß nicht, ich werde mir dann wahrscheinlich irgendwo einen separaten Lavatank hinbauen, weil mir das gefällt, wenn der nicht ganz voll ist, weil dann drinnen da drin immer die Lava so schön anschwappt. So, wo ist er? Da ist der Ender Tank. So, jetzt zeigt's mal, man braucht so komische Cauldron, wie gesagt, dieser Kessel, ganz taktisch Kessel. Und natürlich Blaze Rods, Obsidian, Wolle und Enderperle ist natürlich jetzt alles nicht unbedingt das Problem. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, habe ich da noch herinnen. Nö, habe ich eh schon immer Schatz. Lassen wir uns ein paar da. Ich habe nämlich unabsichtlich draufgeklickt und jetzt habe ich jetzt 64 von den Dingen gemacht, da letztens offscreen. Das war nicht so unbedingt spannend. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die ganzen Items haben, was wir brauchen. Jawohl! Das heißt Blaze Rods, Wolle, nochmal Blaze Rod, Obsidian, das Fassel, Kesselzeugs, nur Obsidian, Blaze Rods, Enderpearl und nur Blaze Rod. Und dann ziehen wir uns einfach raus. Und die Ender Thermic Pumps findet jetzt da auf die Gache. Ich habe nicht der Ende eingegeben. Das heißt, sie müsste eigentlich da irgendwo sein. Da ist jetzt nirgends dabei. Seiten vorher. Auge, Auge, Auge. Probieren wir es mal anders. Gehen wir mal Pump ein. Boop. Boop. Da haben wir es. So, da braucht man ein Waterbucket, ein Lava-Bucket. Die zwei habe ich sicher nicht im Inventar. Und die Iron Pickaxe werde ich wahrscheinlich auch nicht haben. Boah, da geht man mehr an. Also die zwei Buckets gehen wir auf alle Fälle an. Ah, okay. Du brauchst auch die Ender-Infused Obsidian. Das Ender-Perle Obsidian müsste die eigentlich zusammenbringen. Vor allem brauche ich nicht da eins von den Dingen. Das passt. Das schmeißt man dann einer. Pack. Dann wieder drauf und also ich habe sie eh schon gesehen. Ich brauche die Pickaxe. Das brauchen wir. Zack, Fragezeichen. Schmeiß meiner. Und dann suchen wir uns außer die Buckets, Kübel, da haben wir noch Kübel 1, 2. Weil natürlich weiß ich das ganz sicher, dass ich weder Lava noch Wasser da drin habe. Dann haben wir uns da mal schnell Lava. Und dann rennen wir auf in den Garten, weil da oben haben wir dann Wasser. Und da hinten haben wir eine Endlosquelle natürlich mit Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wenn ich das jetzt reinschmeiße, dann darf ich immer die Ender Thermic Gepumpe auch machen können. Ja, und ich weiß, ich habe jetzt schon ein paar Mal geredet davon, ich habe das Haus noch nicht umgebaut, aber es ist in Planung. Es ist definitiv in Planung. Kann sich nicht mehr um Jahre handeln, bis ich das dann durchsetze. So. Jetzt schauen wir nochmal. Da drauf. Dann
Da drauf und yes, wir haben alles. Also einmal so Ender Infused Obsidian, viermal eigentlich an Diamanten, Ender Eye, Iron Pickaxe und Water und Lava Bucket und dann hat man so eine Thermic Pump von dem. Ich wollte nicht beide weg tun. Schaut, dass ich das nicht. Pump, da haben wir's. Wir konnten auch die normale nehmen. Was bei der jetzt natürlich der Vorteil ist, die Pumpe lädt sich Chunks. Das heißt, die ist immer aktiv. Bei der bin ich, bei der Factory Pump bin ich mir nicht sicher, ob das dann so ist oder nicht. Ich mag es jetzt auch nicht unbedingt probieren. Darum habe ich mir gedacht, machen wir es gleich auf die normale Art und Weise, ob das so sehen wird. Das können wir weg da. Was wir natürlich da jetzt gleich machen, ist immer, ich brauche eigentlich gar nicht alle zwei mitnehmen. Dann lassen wir mal. Nein, wir stellen mal beide her. Zack, zack, da guckst du. Enderpumpe. Na, hörst du jetzt verschlucke ich mich schon beim normalen Rennen. Und wir werden uns dekodieren. Und zwar mit Rot, Weiß und Rot. Weiß, Rot, Weiß. Weiß, Rot und Weiß. Und lassen das dann einmal da. Das Zeug. Zack. Das heißt, eine von den kodierten lasse ich mal da herinnen. Das heißt, wir haben jetzt die Enderpumpe mit, wir haben den Redstone Torch, die hoffentlich jeder weiß, wie man es craftet. Bei die Redstone Engine bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon mal hergezeigt habe, darum machen wir das nochmal schnell. Redstone, finde ich das jetzt schon auf die Gache so. Weißt du überhaupt nicht viel gibt? Ich hasse es. Buildcraft Energie ist das, glaube ich. Und jawohl, da haben wir Redstone Engine. Das ist relativ einfach. Du brauchst oben, also die. Put die Wall drinnen. Du brauchst oben drei irgendwelche Woodplanks oder was. In der Mitte Glas, dann am Piston. Piston haben wir jetzt kaum mehr über, den können wir craften. Piston ist auch ganz einfach. Aber geht ja bei mir schon alles. Ich habe den ganzen Cobblestone rausgehauen. So, jetzt nochmal. Das heißt, Piston, draufklicken, Piston. Können wir eigentlich gleich mehr machen. 3, 4, und mal 5. Und dann die Holzzahnräder, da braucht man im Prinzip nur 4 Sticks so auflegen. Dann können wir das auch machen. Zack. Hallo. Ich würde die Wutzahnräder machen. Jetzt. Da brauchen wir 2, haben wir gesagt. Die schmeißen meiner. Und dann dürfen wir schon machen können. Genau, das Glas haben wir drin, die Planks und wir haben eine Redstone Engine, von der wir auch gleich zwei da lassen werden, wenn wir es nicht brauchen. Ich habe nämlich vorher natürlich offscreen schon getestet, ob das mit den Engines überhaupt geht. Und ja, es funktioniert. Darum werden wir die nehmen, weil das ist das einfachste und billigste und die rennen andauernd und brauchen keinen Sprudel. Also das finde ich schon mal sehr geil. Ja, und dann werden wir nicht ins Mining Edge gehen, sondern wir werden übers Portal in den Nether gehen und hoffen, dass wir nicht gleich verrecken. Haben wir irgendwas Überwichtiges mit? Na ja, gut, das ganze Werkzeug hätte ich eigentlich da haben lassen. Naja, gehen wir nochmal schnell heim. Sicher, sicher. Dann räumen wir schnell aus. Das Jetpack ist eh halbwegs aufgelohnt. Das heißt, ja, so lange werden wir nicht drin sein. Außerdem müssen wir uns ganz schnell. So, das lassen wir da, das lassen wir da. Die normalen Torch brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Die mit Silk Touch nehme ich schon mit. Das brauchen wir eigentlich auch alles nicht. Desto weniger, dass wir mit haben, desto weniger gefährlich wird es natürlich für uns. Dass wir recht viel verlieren. So, und dann gehen wir in den Mining Edge. Und ich sag's euch was, ich habe heute schon so gefreut. Ich freue mich heute so, weil ich kaufe mir heute wahrscheinlich ein nächstes Fernsteher. So richtig einen richtig geilen Stadium Truck. Und zwar von, nee, nicht Stadium Truck, sondern Truckies sind das. Von Traxxas in E-Revo mit dem Brushless Motor. Also das. Was tue ich denn? Vor lauter Freien und Verzöhn. Porte mir das Falsche. Und dann heißt es wieder ein bisschen mit so einem ferngesteuerten Auto auf Elektrobasis natürlich. Ein paar 100 km/h oder was schafft das Ding, was ich gehört habe? Also, ja. Was mich natürlich jetzt schon wieder voll fasziniert ist, ich komme online. Und es sind gleich mal instant zwei Gäste da.
Finde ich sehr geil, natürlich. Kein Gast in meiner Nähe? Nö. Dann werden wir da mal runterfliegen. So. Wo ist er? Ist hier kein... Ah, da hinten! Ah! Komm her! Ah! Das war zu hoch. Au! War ich... Dass das alles sein muss, wenn ich was machen will. Und... Daneben. Komm her! Komm her, komm her, komm her! Ah, daneben. Du gerne in Lava unterwegs? Geh weg. Gasti? Hallo? Ah. Ah. Ja, 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 ja! Nein, Bakis gibt's ja nicht! Ah, verflucht! Was ist denn da jetzt? Da jetzt ist es gefährlich, jetzt verbrenne ich nämlich gleich. Oder? Bitte nicht! Bitte beruhig dich! Bitte beruhig dich! Fuck! Scheiße! Ha! Ist gewusst! So ein Scheiß mit Quast noch war! Na ja, gut, dann probieren wir es nochmal. Wo geht's da hin? Ich hab's ja gewusst, ich hasse den nicht. Weil ihn einfach hassen du ihn. Drum will ich da gar nicht viel Zeug mit reinnehmen. Und drum ist er gar nicht. Hey Pikmin, was hast du da schönes? Habt ihr es da nicht? Habt ihr nicht das Schwert? Und wir liegen jetzt da irgendwo im Dreck. Haben zum Glück alles sich, glaube ich, halbwegs gerettet. Na, schauen wir mal. Ah, mein Jetpack ist auch noch da. Sehr schön. Wie das hast du ohne Jetpack irgendwo hinrennen? So, dann schauen wir mal, dass wir uns das ganze Zeug wieder anziehen. So. Und Füße. Und Helm. Durchgehen wir mal. Was sonst ist alles da? Ja. Nein, nicht durch die Füße gehen wir mal. Nein, durch habe ich, aber die... Ist ja wurscht. Schaut beinahe so aus, wie man sich zerrissen hätte. Nee, hat's nicht. Hat's nicht. Schau. Tada! Dann essen wir schnell mal was. Und bauen das Zeug einfach auf und sind dann wieder der Hive. Sonst werde ich da nämlich alt. Jetzt ist der schon wieder da. Wo ist er? Wo ist denn da einer? Ach, der scheiß Gas da im Wasser drin. Der im Wasser, sag ich, in der Lava. Ich hasse ihn. Komm her! Mache die Gulasch! Du Zigeuner! Komm her! Zeig's das! Und schon ist er weg! Das war mein Gast! Zigeuner! So! Ja, gut, mit dem Jetpack, das geht sehr leicht aus. Jetzt machen wir das einmal aus, damit wir nicht verbrennen bei meinem Klick. Und das passiert mir ziemlich sicher. Dann sollte die da schnell ein bisschen Netherrack abbauen. Einfach weil ich ihn brauche für die Pumpe. So, das passt ja schon ganz gut. Weil dann hätte ich gesagt, da haben wir damit direkt die Pumpe her. Dann da haben wir da einen Redstone-Motor drauf. Und da einen Redstone-Motor drauf. Dann da haben wir da mal Torch her. Dann dürfen die zwei anfangen. Und dann stellen wir da drauf den Ender-Tank. Und jetzt warten wir kurz ein bisschen. Hoffentlich ohne dass uns was zerstört, tötet, wie auch immer. Und ich bin nur über unentschlossen. Ich meine, es ist heute Aufnahmetag, 6.10. Es ist über einen Monat aus, oder mindestens einen Monat aus, dass die erste Folge von meinem öfter Upload kommt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich jeden zweiten Tag uploaden soll oder jeden Tag uploaden soll. Ich habe mir überlegt, da ich ja eigentlich eine halbe Stunde aufnehme, sagt's. Und ich glaube, er fühlt sich, oder? Yes, es funktioniert. Da ich jeden Tag aufnehme, habe ich mir gedacht, also eine halbe Stunde aufnehme,
habe ich mir gedacht, das genügt eigentlich, wenn ich alle 2 Tage was raus habe. Wenn ich 15 Minuten Folgen mache, dann. Wenn ich 15 Minuten Folgen mache, dann mache, dann war täglich natürlich was anderes. Aber wenn ich eine halbe Stunde Folgen mache, dann genügt dir eigentlich jeder zweite Tag auch einmal. Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Da ist der Schnauzer. Was ist der Verhalt und wie es ist mit dem Upload zufrieden seid und ob euch das so passt, wie ich mich dann schlussendlich entschieden hat. Ich kann es ja noch, wie vorne nicht wirklich sagen, wie ich mich entscheiden soll, ich weiß einfach nicht was. Ich bin so unentschlossen. Ich meine, einerseits ist es schon cool, so täglich Folgen auszuhauen, andererseits ist es so scheiße viel Arbeit. Und ich glaube, jeden zweiten Tag müsste eigentlich auch genügen. Ich hoffe, euch darf es genügen. So, und ich platziere den jetzt einfach einmal ganz pervers da her. Nein, den muss ich anschließen, so wie es ausschaut. Dann bauen wir den schnell an. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo... Ich werde das dann sicher schön verlegen, nur ich möchte euch schnell sagen, wie das funktioniert und so. Ich werde auch, wenn ich einen großen Tank baue, werde ich das auch wahrscheinlich offscreen machen. Wie heißt das Item? Habe ich da keine. Doch, Transfer-Node, nicht Item. Das andere ist wieder Ender.io und die Item-Node ist für Liquid Transfer-Node, ist von Extra Utilities. Das heißt, es gibt ja, gut, dass wir nicht viel Mods haben, gell? Das ist eine Katastrophe. Und wenn ich die jetzt nämlich da her platziere und da den Ender-Tank drauf, dann ist das genau in die falsche Richtung. Ich will ja eigentlich das... Ah! Da ist mein Kabel. Mein Kupferkabel. Für einen Spawner. Was ich glaube ich noch über nicht gesagt habe. Dann kommen wir uns einmal eins daneben rein. Und sagen ihm, er sollt... Wenn wir eigentlich nur reinkommen, oder? Ich hoffe, ich mache jetzt gerade komplett Sinn. Tue ich mir da einen Tank drauf. Und dann kommen wir das weg. Und dann tun wir da zack, den her. Und es wird wieder mehr. Es steigt. Also funktioniert. Ja, und somit haben wir jetzt unendlich Laber. Für wahrscheinlich immer. Siehst du, jetzt konnte ich das auch sagen. Ich habe da mein Powered Spawner gemacht von den Blaze, Powered Spawner Blaze, und hab die natürlich auch angeschlossen. Jetzt werden wir schnell freilegen, dass ihr seht. Zack. Also, ganz normal mit einem LV-Transformer, wie immer, ein RedNet Power Kabel, ist eh klar zum Umwandeln, dass das funktioniert, und ganz normal ein Industrial Craft Copper, das was auch an meinem Windgenerator hängt. Ja, und jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich das jederzeit einschalten kann, das Ding. Dann zeigt es, es fängt zum Brenner und dann müssten eigentlich gleich mal ein paar Blazes kommen. Hoffentlich. Au! Naja. Ah, verrecke, Blaze! Nur einer! Verrecke! Verrecke! Und wieder ausschalten. Ah, da ist nur einer. So. Und genau so komme ich dann zu meinen Blaze-Shots. Jetzt hat nicht der eine droppt, das ist halt ein wenig fad. Für normal Droppen mehr. Aber rein für den Vorführeffekt, gehst auf. Rein für den Vorführeffekt hat es genügt. Und so kann man das halt dann, wenn er nicht brennt, ist ausgeschaltet. Wenn er so Flammen hat, dann ist eingeschaltet. Und so kann man sich dann die Blazes spawnen lassen. Drum habe ich auch relativ einen großen Voraus an Blaze Rods, weil ich es natürlich probiert habe. Wie das funktioniert und wie das mit dem Spawnen funktioniert. Irgendwo. Nein, jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel, weil ich jetzt gerade so viel Ender-Tanks und so gemacht habe. Also, Endertank funktioniert, fühlt man das Zeug an. Perfekt, genauso wie es sein soll. Und ich werde das halt dann nur ein bisschen umverlegen und vielleicht noch ein bisschen umbauen. Das funktioniert auch, wie es sagt. Da liegt das ganze Kupfer herin, da habe ich noch ein bisschen was herin. Und, ah ja, genau, ich habe das umgeändert ein bisschen. Ich habe es jetzt erst durch die Sackmill durchrennen lassen, damit ich das Powder kriege und wollte das dann, ich habe drauf geschissen auf die Sackmill. Ich habe direkt in Ender, die Ender-Chest angeschlossen an die Smeltery, weil ich von dem sowieso nichts habe. Ich habe
Leute, wenn ihr euch das anschaut, ich zeig's euch kurz, ich hab so viel Erze, ich hab glaube ich auf Lebenszeit, ich hab die Quarry jetzt durchlaufen lassen. Mit dem großen 40x40er-Feld, wie ich euch gesagt habe, und ich hab, schaut euch das an, das 5000, das ist Kupfer, das ist Kupfer, das ist Eisen, ich hab aber da herum nur über 1000 Eisen unverarbeitet, es ist, da ist nur Kupfer, das kommt eigentlich auch mit mal. 5, ist das auch noch Kupfer? Das ist ja mit einem Kupfer. Ja. Und das können wir dann da reinschmeißen und dann wird das nämlich auch alles wieder, das ist ja Frechheit eigentlich. So immens, immens. Und da sieht man dann kurz aufploppen, wann wieder ein Kupfer, zwei Kupferingots und flupp, ist ja raus und wieder im ME-System. Ja. Das war das, das war das. In Ender Tank habt ihr gesehen, das funktioniert jetzt auch soweit. Das heißt, das können wir auf der To-Do-Liste abhacken. Ich werde noch schnell was essen. Gut, jetzt brauche ich dann wahrscheinlich relativ lang nicht mehr in den Nether gehen. Ja, der pumpt schon. Ja, er pumpt zwar langsam, aber das pumpt die ganze Zeit dahin. Also, das ist mir wurscht. Das kann so langsam pumpen, wie es will. Ich habe definitiv genug davon. So, das war das, das war das. Ja, mit den Storages haben wir eher noch nichts gemacht. Ich habe da jetzt nicht einmal die ganzen Kabels ein. Das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, gell? Schaut mal. 107.291 Stück Cobblestone. Und es ist nicht gelogen, weil wenn ich da 64 raus tue, wird es weniger. Und wenn ich wieder rein tue, wird es wieder mehr. Also es sind definitiv so viel Stück Cobblestone in dem Deep Storage Unit drin. Da geben dann überhaupt 2 Millionen Stück, glaube ich, gängen ein. Ja, ist relativ sinnfrei. Ich muss jetzt dann nur schauen, was ich da noch ein bisschen außer da muss. Sand und Sandstein und lauter so Zeug, was ich da nicht unbedingt im ME-System brauche. Das Problem ist nämlich, wenn man, siehst, was wir jetzt in den letzten paar Minuten noch da kennen ist. Ich habe draußen gesehen, es sind meine, Rotorblattl, sind schon fast hin und ich müsste mir da wieder ein paar von die Winddinger machen. Ich hätte gesagt, da können wir uns einmal 6. Dann müssen wir uns wieder. So. Machen wir uns wieder ein paar Planks. Wir müssen nämlich mindestens 12 von den Dinger haben. Dass ich wieder ein paar. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, passt schon. 6. Ja, dann machen wir mal 38, passt auch. Dann können wir die einziehen und dann klicken wir da auf das Fragezeichen und dann kriegen wir da raus. Ich will es nicht dauern. Hui! Das sind aber noch nicht viel. Naja, ist ja wurscht. Na, ich habe nämlich da draußen auch ein bisschen umgebaut. So ganz dezent. Tup. Rups. Wir haben nämlich da jetzt ein paar Hopper herinnen. Die was natürlich alle befüllt sind mit den Rotorblättern und ich habe gesehen, es ist nicht mehr enorm was drinnen. So, dann haben wir da auch wieder ein wenig Vorrat. Das heißt, die Windmühle dreht sich und wir haben genügend Strom dabei einmal. Und jetzt in der nächsten Folge, so als kleinen Spoiler, werde ich euch dann zeigen, was mit den komischen Kastel da auf sich hat, mit dem Travel Anchor. Und wie man das auch von der Ferne, dass ich nicht da und da fliegen muss, das kann man dann auch schon überwachen mit dem Zeug. Aber das und viel mehr hätte ich gesagt, sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Unstable. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich gesagt, das hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht mich bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.